Liebe Strategiefans, willkommen zurück zu Old World. Bevor wir das Jahr beenden, werden wir noch zwei Dinge tun. Einmal haben wir hier die Stadthälterin, die unzufrieden ist. Und das gibt bei der Stadt plus eine Unzufriedenheit pro Runde. Und wir schauen uns nochmal an, warum sie verärgert ist. Ja, das liegt an dem Modifikator, dass sie stolz ist, minus 40. Als Statthalterin bekommt sie schon 20 plus, aber das reicht halt noch nicht. Und wir haben jetzt Möglichkeiten, einmal Beeinflussung für 200 Geld und zwei Befehle oder zu unserer Religion konvertieren. 100 Stadtkapital, zwei Befehle. Jetzt ist die Frage, sind uns 100 Stadtkapital 200 Geld wert? Und ja, wir nehmen hier die 200 Geld. So, das ist das eine. Jetzt haben wir noch vier Befehle über. Und hier mit den Schleuderern. Da gehen wir jetzt noch einmal hier über den Fluss. Haben hier noch drei Aktionspunkte und noch drei Befehle. Und dann gehen wir einmal dahin. Und wieder zurück. So. Das werdet ihr den Stadtstandort auf jeden Fall gesichert halten. Aber so kann man noch mal ein bisschen Scouting betreiben. So, und dann nächstes Jahr. So, Sulili ist konvertiert und hat den Zoroastrismus angenommen. Unser Erbe? Nein. Ach so, ich bin mit der Maus ein bisschen nach unten gerutscht. Okay. Das ist einfach ein beliebiger Charakter, ja, der zur Familie Erich schon gehört. Und Prinzessin Ahitali ist alt genug, um unterrichtet zu werden. 10 Jahre alt. Okay. So, jetzt können wir uns für einen Bereich entscheiden. Entweder sie studiert Philosophie, dann bekommt sie eine Weisheit dazu, was uns Wissenschaft geben würde, 0,5 pro Runde. Und durch ihre Ausbildung kann sie dann einen Archetyp erhalten. Würde Stratege, Fanatiker, Richter, Bauherr oder Gelehrter werden. Bei Politik plus ein Charisma, da würden wir ein Stadtkapital pro Runde bekommen. Und sie könnte werden Held, Redner, Richter, Gelehrter oder Diplomat und so weiter und so fort. Was ich halt interessant finde, ist hier Diplomat. Da kann man sich damit stemmen, wie den Skythen alliieren. Auch ganz cool, das ist Richter. Da bekommt man die Mission Hofhalten. Darüber kann man ein Stadtkapital erzeugen. Also hier hätten wir die Möglichkeit, dass sowohl Richter rauskäme als auch Diplomat. Okay. Sie möge Politik studieren. Zurück. So, kostenloser Siedler in 3. Hier haben wir den Steinbruch fertiggestellt. Und wir haben das Odeon erforscht. So, neben dem Odeon soll dann demnächst auch das Theater entstehen. Kaserne, Ausbildungspunkte, um auch schneller militärische Einheiten ausheben zu können. Ja, aber wir bauen erstmal das Odeon. Die Frage, wo wir es bauen,
Ja, hier wäre eigentlich schon okay, würde ich sagen. Und daneben dann das Theater. Wir können dann auch über die Gebäude unsere Stadtgrenzen ausdehnen. Wenn wir das Odeon jetzt da bauen würden. Ein Theater eventuell da und dann dort einen Spezialisten reinsetzen, dann würden sich die Grenzen ausdehnen. Aber die Grenze dort könnten wir auch über die Ziegen schon ausdehnen. Ah. Okay, aber wir bauen, um flexibel zu bleiben, das Odeon hier. Und hier weiter aufklären. Eine uralte Ruine. Okay, da ist ein Text noch nicht ins Deutsche übersetzt. Ja, also wir sehen es ja hier bildlich abgebildet, worauf wir gestoßen sind. Eine Statue ohne Kopf. Ah, der Kopf liegt da. Okay. Okay. Also es geht um eine Mine, die wir wieder instand setzen können. Okay, also wir können Porzellan freischalten. Als Luxusgut, das würde kosten 300 Geld. Oder wir kriegen 40 Erfahrungspunkte. Also wir, sprich unser König. Okay, also wir geben 300 Geld aus, um das Luxusgut zu bekommen. Und wir werfen einen Blick auf unsere Hauptstadt. Da hätte ich jetzt hier einen Effekt erwartet. Achso, wir müssen noch Porzellan schicken. Okay. Damit können wir die Kultur ankurbeln. Plus 2 Punkte und minus 2 Unzufriedenheit pro Runde. Oder wir nehmen unsere... Ja... Unsere erste besiedelte Stadt. Obwohl, wobei, das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja unsere Hauptstadt auch per Siedler gegründet. So. Ja, hier haben wir ja die größeren Probleme, nicht die Schwelle zu überschreiten. Dann schicken wir das Porzellan hierher. So. Die Beeinflussung dauert noch ein Jahr. Und wir können mit unserer Aufklärungseinheit noch weiter erkunden. Einmal hier runter. Okay, keine Befehle mehr. Und weiter geht's. Zwischen Rom und den Skythen herrscht jetzt Frieden. Ah, okay, aber noch keine Stammesallianz. Ihr konntet Statthalterin Atalia, die Ministerin, erfolgreich beeinflussen, habt im Zuge dessen jedoch Schwäche gezeigt. Ah, okay, eine Legitimität verloren. Aber, das schauen wir uns gleich sofort an. Hier sind wir jetzt bei plus 20 und kriegen dort keinen Malus mehr. In Assur. Okay. Dann Event. Der junge Meister. Prinzessin Ahitali zieht sich von den meisten täglichen Vorlesungen an der Schule zurück und konzentriert sich intensiv auf ihr Studium der Politik, der Ethik und des Debattierens. Sie konnte sogar eine kleine Schar treuer Anhänger um sich versammeln, die ihre Lehren festhalten. Nach mehreren Monaten des konzentrierten Studiums verfasst Ahitali das erste echte politische Manifest.
Wow, und wie alt ist sie? 11 Jahre. Okay. Nicht schlecht. Assur plus ein Handbuch der Rhetorik. Permanent. Minus eine Unzufriedenheit pro Jahr plus 20% Kultur. Wow, sehr gut gemacht. Stolz auf dich. Wieder zu ermutigen, die Lehren unter dem Volk zu verbreiten oder dass man ihren Lehren bei Hofe Gehör schenken möge. Also entweder ja, Volk oder der Hof. Hof gibt Stadtkapital. Volk gibt Kultur. Ja, okay. 90 Stadtkapital. Die Lehren beim Hof oder beim Hof dafür sorgen, dass sie auf unsere 11-jährige Tochter hören. So. Beste 1 abgeschlossen. Unzufriedenheit steigt in 4 Jahren. Ja. Das ist natürlich schwierig. Bei plus 6 pro Jahr. Wir können jetzt hier die ganze Zeit Feste veranstalten, bis wir... eventuell, ja, ein Theater errichten können. Aber wichtig ist halt hier die Schwelle zu erreichen. Die 100. Dann können wir das Theater errichten und... halt Feste der Stufe 2 auch austragen. Schwierig. Wir akzeptieren, dass die Unzufriedenheitsstufe hier auf 1 steigen wird. Bauen hier einmal Steinhauer. Das dauert 4 Jahre. Wir sind übrigens mittlerweile 39. Und möchten noch 4 Steinbrüche errichten, bevor wir das Zeitliche segnen. Den Schulter schauen wir uns später nochmal an. Erstmal hier scouten. Ah, hier gibt es Kultur für Assur, leider. Und nicht für unsere Zweitstadt. Deswegen sammeln wir das gar nicht ein. Ja. So, unsere Arbeiter. Da haben wir die Mine fertiggestellt. Und Steinbrüche. Ah, hier 7,5. Odeon haben wir hier auch noch nicht erstellt. Okay, und hier können wir nach, so können dann wir nach dem Odeon dann auch das Theater bauen. Haben wir dafür noch nicht die Technologie für das Theater? Theater benötigte Technologie, Drama. Doch Drama haben wir. Alle Erweiterungen anzeigen. Also benötigt Odeon. Ja, und das haben wir dann. Wo können wir das überall bauen? Ja,
in dem der Garnison nicht, weil die Garnison gibt Boni auf Kasernen an. Falls wir uns dazu entscheiden sollten, hier nochmal die Militärproduktion anzukurbeln. Wir bauen... das Odeon ruhig hier. Jawohl. Und da haben wir den Kornspeicher abgeschlossen. Plus 2 auf Bevölkerungswachstum. Dann haben wir hier schon 14. Okay. Ja, und dann bauen wir auch weiter Steinbrüche. Sehr wichtig für unsere Ambitionen. Und Stein braucht man eh sehr viel. So. Und jetzt haben wir noch 3 Befehle über. Gehen einmal dahin und dann wieder zurück. Nächstes Jahr. Oh, direkt das nächste Event, das nicht übersetzt wurde. Noch nicht übersetzt wurde. Ach so. Wir haben ja das Fest veranstaltet in Azur. Okay. Also, das Fest ist eigentlich vorbei, aber auch eine Woche nach der offiziellen Beendigung sind immer noch Straßenhändler vor Ort geblieben. Und die gesamte Stadt ist immer noch in einer festlichen Stimmung. Ah, okay, und wir selber sind durch die Straßen gestreift. Natürlich haben wir uns nicht als König erkennen gegeben und zu erkennen gegeben. Und wir haben dort Einsichten erhalten, wie Fremde über uns denken, wirklich über uns denken. Und die Skythen haben einen bleibenden Eindruck auf uns hinterlassen. Und insbesondere dieser Safmakos von den Skythen, 25 Jahre alt, ein Stratege. Und auch hier Titane, die Skythin, auch 25 Jahre alt und auch eine Strategin. So, dann haben wir uns an den König der Skythen gewandt. König Savlios, 36 Jahre alt, Bauherr. Ja, und wir haben ihn überzeugt, dass einer der beiden unseren Diensten beitritt. Aber wir müssen natürlich eine Entschädigung zahlen. Ja, der König erwähnt dann noch etwas anderes. Ja, er ist in den Besitz gelangt eines exotischen Gewürzes. Und wenn wir interessiert wären, könnte er uns das überlassen. Okay, also wir müssen uns aus 3 Sachen eins auswählen. Entweder einen der beiden Anführer oder halt das Gewürz. So, der Stratege, der gilt auch als Söldner. Und die Strategin gilt auch als Händlerin. Okay. Also der Stratege würde 200 kosten. Hofsoldat. Die Strategin würde auch 200 kosten. Hofhändlerin. Oder halt Gewürze. Das ist natürlich jetzt
Und die Gewürze, die könnten wir dann wieder bei unserer zweiten Stadt spendieren, einsetzen, um die Unzufriedenheit dort noch weiter zu senken. Ja, aber so eine 25-Jährige oder 25-Jährige am Hof. Das wäre natürlich auch gut. Die Werte sind gleich. Ah, hier haben wir bei der Strategin haben wir einmal Disziplin mehr. Okay, wir nehmen die Hofhändlerin. Zack. Okay, willkommen. Und da kriegen wir jetzt global eine Wissenschaft, 0,6 Stadtkapital, 8 Ausbildung und 24 Geld pro Runde. So, du kannst hier Wache schieben. Ja, wir könnten sie auch noch als Statthalterin einsetzen. Aber dafür brauchen wir eine höhere Kulturstufe. Und eine Garnison. Das kriegen wir auch hier angezeigt. Beziehungsweise brauchen nur eine Garnison, aber für die Garnison braucht man ein aktives Gesetz. Gar keine. Muss nicht aufblühend sein, okay. Aber wir haben hier noch nichts erforscht. Ah, alles noch deaktiviert. Gut. So, dann machen wir hier weiter. Und entdecken eine Landmarke als erster. 2 Legitimität. Die syrische Wüste. So. Wir sind jetzt Assurbanipal der Kühne. Legitimität plus 50. Ja, jetzt sind wir insgesamt schon bei 71. Dadurch bei jeder Familie plus 71 Ansehen. Und 7,1 Befehlspunkte pro Runde. Ah gut, hier hätten wir 18 Geld gekriegt. Na gut. Und da noch eine uralte Ruine. Die werden wir uns dann in der nächsten Runde anschauen. Wir haben noch 8 Befehlspunkte übrig. Jetzt wird es langsam knapp. Ja, die Adasi vielleicht noch auf über 200 bekommen. Wie ist das mit der Anführerin? Die könnten wir noch beeinflussen. Plus 40. Dann wären wir hier über den 200. Oder wir könnten auch über die Matriarchin gehen. Aufgrund der Religionszugehörigkeit. Und da würden wir 50 Geld sparen. Okay, dann machen wir das. Einmal hier über die Matriarchin. 150 Geld und 2 Filzpunkte. Wir können zusätzlich auch noch über uns gehen. Wahnsinn. Weil dann hätten wir fast kein Geld mehr. Lassen wir es ruhig mal so, wie es ist. Ja.
So, Asadon, der Minister, ist konvertiert und hat den Zoroastrismus angenommen. Okay. Das gab plus 10. Ansehen. Okay. Wir haben den kostenlosen Siedler bekommen. Den schicken wir natürlich dann gleich zu dem Spot, den wir da bewachen. Und als nächstes haben wir hier, jawohl, das ist die Hervorhebung. Den Krieger brauchen wir als Voraussetzung für die Arbeiterschaft. Und die Arbeiterschaft brauchen wir für die Straßen. So, Siedler. Ja, ich achte vor allem hier auf die Felder an den Bergen. Da können wir da schön Steinbrüche errichten. Und hier wäre Marmor halt direkt dran. Wenn wir in der Mitte wundern. Ja. Da gibt es ja auch schon Stein. Wir würden dort auch einen Steinbruch errichten. Ah, ich drücke jetzt die Alt-Taste und dann kriegen wir weitere Details angezeigt. Können ja die Grenzen später auch ausdehnen. Okay, dann schauen wir, dass wir schnell Marmor kriegen. So, und jetzt für zwei Familien haben wir uns bereits entschieden. Jetzt können wir noch eine Familie aussuchen. Und die Entscheidung wäre dann final. Also dann wäre eine Familie raus. Oder wir entscheiden uns noch einmal für eine der beiden, die wir bereits haben. So, bei den Jägern, da kriegen wir dann direkt plus 2 Ausbildung pro Jahr. Neue Einheiten Fernkampf fangen mit Wächter an. Lager und Netze plus 100% Ertrag. Bereits hier jetzt haben wir von dem Bonus eigentlich nichts. Selbst hier würden wir eine Viehweide errichten. Wir würden aber bekommen sofort 50 Eisen, 50 Steine und 50 Holz. Wenn wir uns für die Kriege entscheiden. Ja. Da kriegen wir bei dem Familiensitz auch plus 25% Ausbildung. Also die Städte werden halt prädestiniert, um Militär auszuheben. Und wir würden sofort einen Milizsoldaten bekommen. Ich würde ja schon eine der beiden Familien nehmen, die wir noch nicht haben. Und das nicht hinauszögern. Eisen, 50 Stein, 50 Holz. Ungefähr mal 4 jeweils. Also 600 Geld. Bisschen mehr als 600 Geld. Okay. So, ich möchte mit dieser kriegerischen Familie auch spielen. Deswegen ist die Entscheidung jetzt getroffen worden. Und da haben wir unseren beiden Milizsoldaten. Er kann ruhig auch hier stehen bleiben. Also vielleicht in 10 Runden kann uns Rom den Krieg erklären. Dann gehen wir mal mit dem hier zur Stadt, dem Schleuderer. Und sagen, bewachen.
Der Milizsoldat, der kann auch erstmal da stehen bleiben. Ja, dann haben wir noch ganz viele Events. Und die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Mach's gut, Leute. Bye, bye.